Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin jetzt in Vechta, das nächste BBL-Topspiel Vechta gegen Alba Berlin. Es ist ungefähr 15.30 Uhr, 17 Uhr ist Tip-Off. Da ist auch schon der Alba Berlin-Bus. Richtig lustig, dass der genau gleichzeitig mit mir hier ankommt. Checkt die Beschreibung ab, da ist mein Kanal verlinkt. Und ja Mann, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Es wird ein richtig geiles Spiel. Wir sehen uns. Wir machen uns jetzt auf den Weg in die Rasta Arena. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Es sind ungefähr 2 Kilometer zu Fuß. Ich glaube, da brauchen wir jetzt kein Taxi, trotz des schlechten Wetters. Währenddessen werfen wir mal einen Blick auf die Tabelle und sehen, Alba Berlin ist auf Platz 3 hinter Chemnitz und Bayern. Und Rasta Vechta ist auf Platz 5 als Aufsteiger wirklich sehr, sehr stark. Das Team aus Vechta konnte schon 13 Siege einfahren. Gegen Chemnitz und gegen die München hat das Team aus Vechta zweimal eine bittere, sehr, sehr knappe Niederlage einfahren müssen. Deswegen vielleicht heute gegen Alba Berlin auch ein sehr großer Name in der BBL. Mal schauen, ob es was wird. Wir machen uns jetzt auf den Weg in die Halle. Ich bin sehr, sehr gespannt. Viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns gleich. Richtig geil, dass es so von der Optik wie ein Ortsschild ist. Basketballstadt Vechta. So Leute, wir sind angekommen. Hier ist dann die Halle. Und ich denke mal, hier ist dann das Trainingscenter von denen. Würde mich eigentlich auch sehr interessieren, wie es da drin aussieht. Vielleicht, ich werde mal nachher nachfragen, vielleicht kriegen wir sogar eine kleine Führung. Aber jetzt holen wir erstmal die Akkreditierung ab. Und dann gehen wir rein, Leute. Leute, gönnt euch mal, wie geil. Hier stehen sogar orangene Fahrräder mit dem Rasta-Logo. Richtig nice. So Freunde, die Akkreditierung ist abgeholt. Ich war jetzt auch schon in der Halle, aber ich gehe jetzt nochmal gemeinsam mit euch in die Halle und gebe euch mal den ersten Blick, den man hat, wenn man hier reinkommt. So, so sieht das Ganze aus. Sehr, sehr klein, aber es hat irgendwie Charakter. Ich bin sehr gespannt, wie das nachher dann sein wird, wenn die ganze Halle voll ist. Ihr seht hier, 90 Minuten sind noch, dann ist Tip-Off. Da machen sich auch schon die ein oder anderen Spieler warm. Ich werde mal schauen, was ich jetzt noch für Aufnahmen für euch filme und dann sehen wir uns nachher. So, hier sind dann übrigens meine Plätze. Direkt hier, Courtside, haben wir, glaube ich, da eine gute Sicht drauf. New Orleans Pelicans, Brooklyn Nets von den Lakers. Leute, was geht denn hier ab? Sind das alles Scouts oder? Richtig nice. Der Typ von den Lakers sollen wir auf Ehre mal ein Treffen mit LeBron James organisieren. Da seht ihr auch schon Johannes Thiemann. Der gute Mann ist nämlich heute auch wieder am Start. Und auch ein richtig geiler Fakt, Johannes Thiemann fehlen nur noch 2 Steals, damit er der 28. Spieler in BBL History ist, der 2K Punkte, 1K Rebound und 150 Steals gepackt hat. Also Johannes Thiemann heute, 2 Steals, Bro, brauchst du. Für die Leute, die das Hinspiel gesehen haben, die wissen bestimmt, das Spiel ist 98-80 ausgegangen für Alba Berlin. Und wenn wir uns die Gesamtbilanz anschauen von beiden Teams, dann steht es 10-1 für Alba Berlin. Also sehr, sehr eindeutig. Aber vielleicht heute der zweite Sieg und wir werden es sehen. Hier unterm Korb, Leute, sehen wir den 18-jährigen Johannes Grünloh. Der gute Mann wurde jetzt zum ersten Mal in den A-Nationalkader berufen. Also falls du das hier siehst, freut mich auf jeden Fall für dich. Mach das Beste draus. Das ist eine Riesenchance für ihn, glaube ich. Unser Duell im Fokus ist heute Tommy Kuse. Auf Seiten von Berlin konzentrieren wir uns heute auf Sterling Brown. Tommy Kuse, ihr werdet ihn alle kennen, Top-Runner für den MVP dieses Jahr. Der gute Mann legt 19,2 Punkte auf, 4,3 Rebounds und 7,6 Assists. Der gute Mann hat auf jeden Fall richtig Bock, sich den MVP-Titel zu holen. Aus dem Zweierbereich schmeißt er 54,4% und aus dem Dreierbereich 44,1%. Ich habe wirklich mega Bock auf ihn. Ich habe ihn noch nie live gesehen. Ich bin sehr gespannt, wie der gute Mann in echt performen wird. Und dann sehen wir heute den nächsten MVP-Kandidaten neben Livingston jetzt am Freitag in Würzburg. Ich werde euch jetzt gleich noch ein bisschen die Halle zeigen. Ich war ja selber noch nie hier. Ich würde sagen, wir erkunden das gemeinsam. Und dann sehen wir uns gleich, Leute. So, hier ist eine Bar-Lounge. Da könnt ihr euch dann Getränke holen, wenn ihr hier seid. Könnt ihr ein bisschen was sippen. Hier auch richtig nice, Leute. Stellt euch vor, ihr holt euch was zu trinken. Setzt euch hier entspannt an die Bar. Könnt nebenbei das Spiel schauen. Mega geil. Alter, und Leute, gönnt euch mal, diese Plätze hier sind ja auch mal mega geil. Man sitzt hier direkt vor so einem Zaun, kann sich hier entspannt anlehnen und hat hier richtig nice View aufs Feld. Ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass die Halle so klein ist, glaube ich, ist es komplett egal, wo man sitzt, weil man hier eine richtig, richtig geile Erfahrung hat. Ich muss ehrlich sagen, es sind nicht immer die großen Hallen, die mich beeindrucken, sondern auch die kleinen, weil es einfach sehr, sehr familiär und einfach sehr entspannt wirkt alles. Und dann, wenn die Stimmung natürlich dann am Start ist, dann ist es in kleinen Hallen umso geiler. Hier ist dann wieder eine Bar und da hinten ist ein kleiner Snackshop. Leute, gönnt euch, man ist hier wirklich direkt unter der Hallendecke. Von hier oben hat man natürlich auch nochmal eine richtig geile Sicht. Ah, Leute, und es ist wirklich so schlimm, wenn ich hier die ganzen Spieler sich warm machen sehe, bekomme ich so Bock, selber hier auf dem Court zu stehen und ein bisschen zu werfen. Es ist einfach geil. So Leute, jetzt füllt sich auch langsam die Halle. Die ganzen Fans stehen hier schon draußen und warten, dass sie reingelassen werden. Und wir dürfen jetzt hier mal das Trainingscenter abchecken. Da bin ich jetzt richtig gespannt drauf. So Leute, wir sind hier in der Trainingshalle von Rasta Vechta. Alter, Leute, irgendwie ist es geil, oder? Seid mal ehrlich. Richtig fresh. Ihr trainiert dann auch die JBBL und die NBBL. Ich hätte jetzt so Bock hier wirklich
mir den Ball zu schnappen und ein paar Körbe zu werfen. So Leute, ich lege euch jetzt mal hier hin und nehme ein paar Würfe. Let's go, Leute. Auch ein richtig geiler Fakt, Leute, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Raster Fechter nimmt mit 29,8 Dreier-Attempts pro Spiel die drittmeisten Dreier in der BBL und Alba Berlin mit 23,8 die wenigsten. Also können wir uns heute, glaube ich, von seitens von Raster auf ein Dreierfest freuen. So, Leute, da seht ihr auch schon Tommy Kuse, den Frontrunner im MVP-Rennen. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte, er wäre größer. Er ist nicht viel größer als ich. Und da ist Sterling Brown. Gib mir einen Check, man. Yes, sir. Für den Flex macht er sich auch mit den Apple Pro Max warm. Habe ich auch noch nicht gesehen. Leute, ich schaue mir auch immer so gerne die Schuhe von den Spielern an. Hier zum Beispiel die LaMelo Balls. Dann hier die KDs bei Tommy Kuse. Da dann Steph Currys. Die Gs. Sehr, sehr geil. So Leute, da kommt das Team von Raster. Hey! Da kommen auch schon die Berliner. Let's go, Timan. So Leute, hier sind dann die Trommler von den Fechter-Fans. Da drüben ist mein Platz. Ich glaube, ich muss heute wieder sehr viel schreien. Meine armen Stimmbänder, wirklich. 10 Minuten, dann ist Tipp-Off. So Leute, jetzt seht ihr auch, die Halle heute ist ausverkauft. Volle Halle im Rasterdome. So Leute, los geht's. Ball für Alba Berlin. Runter zu Thiemann in den Post. Easy Buckets. Aber verliert den Ball und stoppt ihn. Macht er gut. Pass zu Wetzel. Guter Move von Janni. Was macht der? Strong Hookshot! 8-7. So, Tony Kusi, was macht der? Geht gut in den Airwall! Let's go! Letzte Minute läuft, 10 Punkte Führung für Alba. Gute Ballbewegung. Reeves for 3. Yes, sir! Reeves hat den Ball. Schaut auf die Shot Clock. Was macht der? Nimmt den Step Back. Nimmt den Dreier. Und er macht ihn! Bang, bang, bang! 21-25! Ende des ersten Viertels. Starkes erstes Viertel von beiden Teams. Zwischenzeitlich hat Alba Berlin mit 10 geführt. Da hat sich Raster gut zurückgekämpft. 4-Point-Game. Guter Drive. Hey! 23-29. Guter. Starker Move von Spanolo. 10 Punkte Führung wieder für Alba Berlin. Spieger and one. Pass hoch zu Spieger und er macht ihn. Wichtige Punkte. 31-37. MVP Top Runner nimmt den Dreier und macht ihn. Wichtige Punkte. Da muss eigentlich langsam der Timeout Call von Alba kommen. Kriegt den Screen von Werner und nimmt den Dreier. Wenn der sitzt, ist Timeout. Timeout! Raster hat sich sehr gut zurückgekämpft. Noch 47 Sekunden, dann ist Halbzeit. Da seht ihr auch nochmal die Schuhe von Austin Reeves, wie sie Reeves von Raster trägt. Two-Point Game. Sterling Brown, was macht der? Oh. 41-43, Halbzeit. So Leute, erste Halbzeit ist rum. Was ein geiles Spiel wirklich bisher. Raster hat sich zweimal richtig gut zurückgekämpft. Alba hat zweimal mit 10 Punkten geführt. Ich glaube sogar einmal mit 12. Wir schauen uns den Boxscore an bei Raster. Topscorer Tommy Kuse mit 16 Punkten. 3 von 8 aus dem Feld. 3 von 6 Dreiern, 1 von 1 Freiwürfen. Als nächstes kommt dann Reeves mit den Austin Reeves. 8 Punkte bei ihm. Und bei Alba Berlin, wenn wir schauen, Topscorer Johannes Thiemann, 14 Punkte, 5 von 8 aus dem Feld. Beim Dreier läuft es bei Alba Berlin noch gar nicht. 4 von 14, dafür bei Raster, 44%. Ein geiles Game, macht mega Spaß hier. Ich bin sehr gespannt, was die zweite Halbzeit bringt. Ist ein mega spannendes Game. Ihr seht hier nochmal den Score, 2-Point-Game. Auf jeden Fall vielversprechend. So, zweite Halbzeit geht weiter. Sterling Brown hat den Ball. Das macht er gut. Wow. Mega. Was war das denn für ein akrobatischer Layup, Alter? Sterling Brown bringt den Ball. Oh, step back. Oh, mit Press. The bank is open. 12 Punkte Führung für Alba schon wieder. Es geht weiter wie in den ersten beiden Vierteln. Er kommt den Ball zurück. Er nimmt den Dreier. Und er macht ihn. Durch den Screen.
Pass raus. Und, oh ja, Junge, Erste! Raster kämpft sich wieder zurück. Sterling Brown geht in die Zone. Wird geblockt. Rebound bei Alba. Matisek for three. Bang, bang. Guter Pass. Boah, was ein Block von Sterling Brown. Boah, der war tough. Reeves passt raus. Dreier für Rasta und er setzt. Three-point game. Und direkt nochmal. Oh mein Gott. Alter, was geht da? Und Leute, es geht weiter wie in den ersten Vierteln. Rasta legt 10 Punkte hinten und kämpft sich nach vorne. Oh, guter Steal, Reeves. Und der Dreier, er setzt. Bang, bang. Yeah! Letzte Minute läuft. Leute, Mann, was ein drittes Viertel, Digga. Komplett crazy. Ende des dritten Viertels, 65-66. So, das vierte Viertel geht los. Jetzt zählt's. So, was machen die? Rasta und der Block. Aua. Schwieriger Wurf. Aber er fällt. Spanolo mit seinem 13. Punkt. Der wäre wichtig jetzt. Und der geht rein. Und Tommy. Und er macht ihn. Leute, es ist hier ein Dreier-Contest. Back-to-back-Dreier. Bam, bam, bam. Starker Pass. Timeout Rasta. 73-81. Noch 4 Minuten, 7 Punkte Führung für Alba. Sterling Brown, was macht er? Hoppa. Guter Pass. Und Janni Wetzel mit dem Dank. Und schon wieder Rebound für Alba Berlin. Die hasseln am Brett, das ist unglaublich. Hermansson geht zum Drive. Wide open Layup. Letzte Minute läuft. Und der 3, er muss sitzen. Oh, aua. Das war's. Das war's leider. Wäre der Dreier reingegangen, wer weiß, was passiert wäre. 89, 98, Ende des Spiels. Da seht ihr den heutigen Topscorer, Spieger mit 24 Punkten. Hier seht ihr nochmal den Endstand der Partie, 98-89 für Alba Berlin. Es war wirklich ein spannendes Spiel, dreimal ist Bechter zurückgekommen nach einem 10-Punkte-Rückstand. Beim vierten Mal hat es dann leider nicht geklappt. Aber es war trotzdem mega spannend. Die Stimmung hier drin war auch sehr, sehr geil. Die Halle ist sehr klein, deswegen war es sehr laut. Aber die Fechter-Fans haben auf jeden Fall Liebe verdient. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal kostenlos. Und wenn ihr noch kein Dein-Abo habt, checkt die Beschreibung. Schaut auch bei mir vorbei. Instagram und YouTube ist verlinkt. Wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Viel Spaß mit dem Video. Ciao.